Hey, komm mal rein. Wollt's nicht noch ein Intro machen? Ja klar. Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Freundinnen und Freunde. Dies ist das Intro für das Leica Subilux 35mm 1.4. Und wenn dich dieses Objektiv interessiert, dann solltest du dir dieses Video anschauen. Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Partner für hochwertige Kameras und Zubehör. Setz dich schon mal hin, damit ich üben kann. Ja. Und gucken kann, wie ich es gleich backe, backe. Läuft? Yes. Ich habe gemerkt, ich bin euch noch ein Video schuldig. Ich habe seit Ewigkeiten das Summilux 35mm 1.4 bei mir zu Hause. Vielleicht sollte ich das Objektiv in der Hand haben, wenn ich rede. Moment. Das habe ich seit Ewigkeiten bei mir zu Hause. Ihr habt es auch schon in einigen Videos gesehen, zum Beispiel beim großen Leica M-Vergleich oder beim Leica M10 Monochrom-Video, da hatte ich es auch drauf. Aber ich habe noch nie so richtig was zu dem Objektiv gesagt. Und ich muss es jetzt leider wieder zurückbringen zu Foto Görlitz. Und da habe ich gedacht, mache ich noch ganz schnell ein Video extra nur für euch zu diesem Objektiv. Wir sind jetzt hier in einem wunderschönen Feld und meine wunderschöne Frau ist auch hier. Unser wunderschöner Volvo ist auch da. Und die wunderschöne Kamera. Genau, eine schöne Kamera haben wir auch noch. So viel Schönheit und ich. Ja, genau. Also, wir machen jetzt Fotos, wir machen Shooting und testen einfach mal, wie das Objektiv so ist. Kann ich die Kamera mal? Ja. Oder filme ich mal? Mhm. So, ich benutze das Summilux 35mm an der M10. So, das ist die M10, die normale M10. Ich werde das Objektiv fast ausschließlich bei 1.4 benutzen. Hoffe ich zumindest. Man kommt sehr leicht dran und verstellt die Blende. Das werde ich versuchen zu unterlassen. Ja, fangen wir an. Weißt du, was du da machst? Hä? Jetzt wollte ich... Fangen wir an und dann wollte ich ein Foto machen. Und dann geht's los, aber... Oh! Jetzt geht's los. Es geht los. You're not afraid of the process I'm growing. You're not dismayed, there's no pain to grate for ya. You are love. You are love. You are the closeness of peace that surrounds me. You are the reason for joy set before me. You are love. So, ihr Lieben, wir sind zurück und jetzt kommt noch ein kleiner Laberteil. Ich erzähle euch etwas über meine Eindrücke mit dem Summilux 35mm 1.4. Zu Beginn alles, was ich sehen kann und was ich fühlen kann. Als ich für euch das erste Leica-Objektiv getestet habe, da hatte ich noch sehr, sehr wenig Ahnung von Leica-Produkten. Und da habe ich euch minutenlang vorgeschwärmt, wie krass die Qualität von diesem Objektiv ist. Als ich dann das zweite Objektiv getestet habe, habe ich gemerkt, oh krass, das ist ja genauso gut verarbeitet. Und als ich das dritte getestet habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja auch so gut verarbeitet. Und langsam verstehe ich, wahrscheinlich sind alle Leica-Objektive sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. So nämlich auch dieses, das Summilux 35mm ist klein, es ist leicht, 320 Gramm bei einer Blende von 1.4. Das ist krass. Es ist komplett aus Metall, sogar die Sonnenblende. Ich kann es gar nicht oft genug machen. Hört euch dieses Geräusch an. Herrlich. Es gibt aber einen Punkt, den ich schon öfter bei Leica-Objektiven kritisiert habe. Und bei diesem Objektiv fällt es mir ganz besonders stark auf. Bei einem Objektiv, das 5000 Euro kostet, es geht gar nicht. Der Blendenring ist viel zu leicht. Während des Shootings, ihr stellt die Blende 1.4 ein zum Beispiel. Zack, habt ihr die Blende verstellt und seid auf Blende 4 oder auf 5.6 und ihr merkt es nicht. Es ist einfach, ich kann pusten, übertrieben gesagt. Das ist wirklich ein Witz. Das hört sich jetzt vielleicht gut an, aber man braucht einfach sehr, sehr, sehr wenig Kraft, um die Blende zu verstellen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Hier fällt es mir besonders krass auf, bei den anderen Objektiven ist es mir aber auch schon aufgefallen. Die Stufen vom Blendenring sind quasi stufenlos. Vielleicht kann man es so beschreiben. Aber davon abgesehen, ganz, 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 ganz große Klasse. Ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von dem Leica M-System. Ich finde, das ganze System ist an Ästhetik kaum zu übertreffen. Ein richtiges Kunstobjekt kannst du dir einfach in eine Vitrine stellen und anschauen. Und
das Besondere daran ist ja, dass nicht nur die Kamera ein bestimmtes optisches Konzept verfolgt, sondern dass nahezu alle Objektive auch zu diesem Konzept passen. Du kannst dir ja 20, 25 Objektive bestellen und alle passen optisch zu diesem Konzept. Und so natürlich auch das Summilux 35mm. Die Größe, die Proportion stimmen perfekt, das Material ist gleich. Das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Ich zeige euch mal was. Das ist meine Nikon. Auch mit einem 35mm. Die Leica ist halb so schwer, halb so groß, hat aber auch einen Vollformatsensor, genau wie die Nikon. Und das Objektiv ist mindestens genauso gut. Das heißt, du bist unauffälliger, du bist stilvoller, du trägst weniger Gewicht mit dir rum und du machst dieselben Bilder. Das begeistert mich. So, bringen wir das Ganze mal zu Ende. Ich werde von niemandem für das, was ich hier mache, bezahlt. Weder von Fotogirlitz, noch von Leica, noch von sonst irgendwie. Das bedeutet, ich kann dir eigentlich sagen, was ich möchte. Ich bin niemandem etwas schuldig. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wenn mir etwas komisch vorkommt oder wenn ich etwas nicht gut finde, dann sage ich euch das. Und wenn ich eine Alternative sehe, dann sage ich euch das auch. Und dann ist mir auch egal, was Leica dazu denken könnte. Wisst ihr, das Summilux 35mm ist tatsächlich ein perfektes Objektiv. Das meine ich wirklich so. Die einzige Kritik, die ich habe, ist wirklich dieser blöde Blendenring. Das war's schon. Auch die Abbildungsleistung. Ihr könnt das Summilux komplett bei Blende 1.4 nutzen. Es liefert ab und ist super scharf. Und egal in welcher Aufnahmesituation, egal ob Tag, ob Nacht, ob Gegenlicht, ob Schatten, das Objektiv liefert ab und ist super scharf. Aber vielleicht gibt es auch Objektive, die zu perfekt sind. Was meine ich damit? Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich mit anderen Fotografen unterhalte, es geht nur noch um Schärfe. Das Objektiv ist schärfer als dieses und hast du schon gehört, es gibt ein neues Objektiv und das ist noch schärfer. Aber ist Schärfe denn wirklich so wichtig? Wenn dir Schärfe sehr wichtig ist und wenn dir ein perfekter technischer Bildlook sehr wichtig ist, dann ist das genau dein Objektiv. Kaufst dir, du wirst glücklich. Für mich persönlich ist die Schärfe unwichtig. Mir ist es viel wichtiger, dass ein Objektiv einen speziellen Bildlook hat, der zu meinem passt. Dass man anhand meiner Bilder meine Handschrift erkennen kann. Und manchmal ist es eigentlich so, dass je unperfekter ein Objektiv ist, desto spannender wirkt das Bild. Und der Summilux ist halt einfach sehr, sehr perfekt, aber halt auch relativ unspektakulär. Schaut mal, ich zeige euch was. Das sind alle Objektive, die ich zurzeit besitze. Da sind ein paar Klassiker bei, die jeder Hochzeitsfotograf hat. Da sind ein paar Effektobjektive bei. Da sind ein paar Schätzchen aus den 60er Jahren bei. Alles Mögliche. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Matt, sag doch mal, welches davon ist dein Lieblingsobjektiv? Da müsste ich nicht lange überlegen und ich würde dieses nehmen. Moment, ich räume mal wieder auf. Das ist ein Voigtländer 35mm 1.4. Das Voigtländer ist auch speziell für die Leica M. Ist nochmal ungefähr die Hälfte. Nochmal deutlich kleiner, deutlich leichter. Aber es soll jetzt auch nicht um das Voigtländer gehen. Ich will nichts vorwegnehmen. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Testbericht zu. Wie gesagt, es ist mein Lieblingsobjektiv überhaupt. Und ich traue mich nicht so richtig dran. Ich will mir was Besonderes ausdenken, aber ich weiß es noch nicht. Kommt aber auf jeden Fall noch. Wenn ich jetzt mir das Summilux kaufen könnte für 5.000 €... oder das Voigtländer für 600 €, würde ich das Voigtländer nehmen. Wegen dem Bildlook. Wenn das Summilux 5.000 kostet und das Voigtländer würde auch 5.000 kosten, würde ich es immer noch nehmen. Wegen dem Bildlook. Versteht mich nicht falsch, das Summilux ist 100-mal besser. Kein Zweifel. Aber das Voigtländer ist halt auch 100-mal spannender. Und das ist das, was ich persönlich interessant finde. Wirf mal einen Blick drauf. Das war mein Erfahrungsbericht zu dem wunderschönen Summilux 35mm 1.4. Ich hoffe, meine Message ist angekommen. Ihr könnt mit diesem Ding nichts falsch machen. Aber es gibt auch eine Alternative. Wir freuen uns riesig über jeden Abonnenten, über jeden Daumen nach oben. Wir freuen uns über Nachrichten von euch. Abonniert diesen Kanal. Testbilder, genau. Ich werde noch ein paar Testbilder zur Verfügung stellen. Die könnt ihr euch runterladen von der Dropbox. Und die habe ich mit der M10 gemacht und mit dem 35mm von dem Shooting. 2-3 Bilder werde ich auswählen. Da könnt ihr selber mal gucken, wie scharf das Objektiv ist und wie der Bildlook so ist und so weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.